Moin moin liebe Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Unser Auftrag lautet also nach Kalm zu gehen im Nordosten. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, weil die Musik so laut war. Schauen wir, ob die anderen auch wirklich schon angekommen sind oder wir sie vielleicht verloren haben. Auf jeden Fall ein Riesenspaß, endlich wieder zu spielen, nachdem ich so lange jetzt krank war. Und ich freue mich schon darauf, trotz angeschlagener Stimme zu synchronisieren. Wir werden definitiv viel Spaß haben mit diesem Spiel. Und wie ich letztes Mal schon sagte, jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Jetzt fangen wir an, Sachen zu erfahren. Und wirklich was zu erleben in dieser Welt, die sehr, sehr groß ist. Wir sind jetzt bei knapp 6 Stunden Spielzeit und ich weiß, beim ersten Mal habe ich circa 100 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Und auch diesmal werde ich, denke ich persönlich, sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbringen. Und ich hoffe auch ihr. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Spiel wie ich. So, das ist bestimmt das kleine Örtchen, das ich besuchen soll. Ach, die Musik ist auch schön. Das muss Kalm sein. Ich frage mich, ob schon alle da sind. Lass uns schnell rüber zum Gasthaus gehen. Auf geht's, Cloud. Ja, ich höre mich erstmal um, wie es sich gehört. Hey, komm schon, hör mir zu. Hast du was Interessantes zu sagen? Nein. So. Dank der Makroenergie ist das Leben ziemlich bequem. Dank sei Shinra. Findest du dich auch? Du bist voreingenommen. Aber ich hasse es, mir vorzustellen, wie das Leben ohne Makroenergie wäre. Ja, dunkel wahrscheinlich. Aber umweltfreundlicher. Makroenergie hat alles viel bequemer gemacht. Aber es scheint, dass viele Pflanzen und Tiere mit rasender Geschwindigkeit aussterben. Ich finde, das alte Leben war besser. Findest du nicht auch? Ja, vielleicht. Klar hab ich recht, du weißt es nicht mehr. Das weißt du nicht, wahr? Ja, weiß ich. Alles klar. Nee, ich kann hier nicht irgendwie was angrabbeln, großartig. War ja mal ein Versuch wert. Hier wohnt wahrscheinlich Harry Potter. Sag ich doch. Harry Aether war es dann eben und nicht Potter. Es ist sein Cousin dritten Grades mütterlicherseits. Oh, ein Hund. Hast du gesagt, du kommst aus Midgar? Ich hab mal dort gelebt. Aber ich hab gehört, dort gibt es in letzter Zeit viel Ärger. Mhm. Yep. Hauptsächlich mit Explosionen und Tod und Verderben. Verschlossen, kann's nicht öffnen. Oh, noch ein Äther. Vielleicht sollte ich doch nochmal in das andere Haus reingehen. Vielleicht habe ich da was übersehen. Ich gehe einfach nochmal kurz rein. Nochmal nach oben. Vielleicht war da ja auch noch irgendwo eine Tür, die ich öffnen kann. Nö, sieht aber tatsächlich nicht so aus. Na gut. Yay, wieder runter. Und Haus Nummer 3. Ich nehme die 3. Da war ein komisch dreinblickender Mann in einem schwarzen Umhang. Er trug ein furchtbar aussehendes Schwert. Mhm. Ich weiß nicht, ob uns das beruhigen soll oder eher Angst machen soll. Mal gucken. Oh, eine Kiste. Peacemaker. Was ist denn der Peacemaker? Wollen wir mal schauen? Ich muss erstmal die Steuerung wieder reinbekommen hier. Eine Fernkampfwaffe. Eine Schusswaffe. Aber nicht für die Person, die wir schon kennen.
Aber ich werde euch nicht spoilern, für wen dieser Peacemaker ist. Die berühmte schwebende Stadt Midgar. Einmal nur würde ich sie gern mit eigenen Augen sehen. Ja, dann geh doch die 5 Meter. Ich hörte, dass Präsident Shinra getötet wurde. Sein Sohn Rufus, der neue Präsident, wurde schwer verletzt. Ich wette, du hast es noch nicht gewusst. Ist mir egal. Ist dir egal. Wenn du losziehst, sei immer auf der Hut, was Shinra unternimmt. Ja, ist in Ordnung. Dank der Makroenergie, die Shinra Inc. für uns produziert, geht's uns blendend. Aha. Oh, eine Bar. Ich? Ich arbeite in der Kohlengrube unten im Süden, die Metrillmine heißt. Und zu der Zeit ungefähr begannen Ungeheuer zu erscheinen. Danach ging das Geschäft den Bach runter. Jetzt verbringe ich die Tage hier und betrinke mich. Weise Entscheidung, weise Entscheidung. Ich hörte, dass Terroristen einen Bombenanschlag auf Midgar-Reaktor verübt haben. Es haben sich in letzter Zeit wirklich gefährliche Unfälle ereignet. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich versuche einfach willkürlich jedem eine eigene Stimme zu geben. Raus hier! Ja, Entschuldigung, ey. Geh ich ja schon wieder. Was macht der kleine Junge da? Mein Vater war Grubenarbeiter, aber er konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, nachdem Ungeheuer in der Metrillmine aufgetaucht waren. Jetzt sitzt er nur noch in der Kneipe und lässt sich vollsaufen. Jo, weise Entscheidung. Ja, hab ich schon gesagt. Das ist das Objektgeschäft. So, verkaufen. Objekte. Was können wir denn hier? Können wir irgendwas verkaufen? Nicht wirklich. Kaufen. Tränke. Haben wir gar keinen mehr. Hier, komm. Machen wir mal 15. Vorsichtshalber. Und dann gehen wir in den nächsten Laden. Das ist das Materia-Geschäft. Mhm. Ich bin mal so frei und kaufe mir ein bisschen was. Das Waffengeschäft. Waffen kaufe ich mir erstmal keine. Ich finde ja auch welche. Nein! Ich wollte gucken, was das hier für ein Gerät ist. Schade, kann man nicht anklicken. Das sah so cool aus. Ja. Okay. In dem Haus war ich auch noch nicht. Da kann ich auch noch mal reingehen. Es ist wahr, dass Shinra Ungeheuer erschaffen hat? Es ist wahr. Naja, wie auch immer. Solange wir Reaktoren benutzen, können wir Shinra nichts vorwerfen. Das ist gar nicht so unwahr. Ich bin gesund und hab genug zu essen. Alles ist in Ordnung. Jo. Auch bei dir gucke ich nochmal, ob Harry Potter da lebt. Ja, noch ein Harry-Ater. Das ist der Zwillingsbruder vom anderen Harry Aether, der der Cousin dritten Grades mütterlicherseits von Harry Potter ist und unter der Treppe bei der anderen Familie lebt. Mr. Cloud, Ihre Gruppe erwartet Sie im zweiten Stock. Cloud, du kommst spät. Hey Mann, du kommst spät! Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, es sind jetzt alle hier. Erzähl uns deine Geschichte über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles.
Ich wollte mal wie Sephiroth sein. Also wurde ich Soldier. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du einen Freund? Tja, nun, er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauten einander, bis eines Tages... Eines Tages? Ja. Nach dem Krieg wurden die Soldier beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor 5 Jahren. Und ich war 16. Es regnet wirklich in Strömen. Hey, wie geht's? Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Alles klar? Hey. Beruhige dich. Sie haben mir eine neue Materie gegeben. Ich will sie einsetzen. Wie ein Kind. Willst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier geworden, um zu sein wie du. Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Darum melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth? Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, einen alten Marco-Reaktor zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung und schlimme Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden, dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Monster? Wo? Im Marco-Reaktor bei Nibelheim. Nibelheim? Da komme ich her. Deine Heimatstadt. Uns ist gerade etwas Seltsames in den LKW gelaufen. Das muss das Monster sein. Oh, diese Musik. Das ist einfach die Musik von Sephiroth. Die ist so gut. Er braucht einfach nur 2 Schläge. Sephiroths Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht gehört habt. Aber was hat das mit dir zu tun? Ich? Ich war fasziniert von der Art, wie Sephiroth kämpfte. Und dann erreichten wir Nibelheim. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Was mit deinen Eltern? Meine Mutter ist Genova. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Mein Vater... Ah,
Das macht das schon. Also gut, lass uns gehen. Es ist so langweilig, Wache zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Sollen wir üben? Ach, du meinst meine Pose. Muss man als Soldier immer darauf Acht geben, was andere Leute denken? Wie ging's? War es so? Gute Arbeit. Ich will wirklich nicht Soldier sein. Psst, wenn du weiter herumwanderst, bekommst du Schwierigkeiten. Hier stinkt's ganz schön nach Marco. Hey, Moment mal! Ist das nicht... der Name von Sephiroth's Mutter? Ich erinnere mich an Genova. Dieses verdammte kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Das stimmt. Barrett! Ah, Entschuldigung. Ah, wieder mal Stimme, warte. Barrett, würdest du uns bitte hören lassen, was Cloud zu sagen hat? Fragen kannst du hinterher stellen. Ich hab doch nur... Okay, Cloud, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben höchstwahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgengrauen Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Wir brauchen nur eine Wache. So dass die anderen sich etwas ausruhen können. Und ihr könnt eure Familien und Freunde besuchen. Das wollen wir doch gleich mal tun. Stolzieren wir durch die Häuser. Du gehörst zu Shinra, willkommen. Oh, tut mir leid, du bist es, Cloud. Ich hab dich nicht erkannt. Shinra? Shinra? Soldier? Salsa? Willst du die Ungeheuer töten? Willst du? Na klar, das ist mein Job. Ich werd sowas von töten hier, Alter. Kannst einen drauf lassen. So, hier gibt's auch nichts zu entdecken. Alles klar, tschüss. Scheißhaus. Ist nichts drin hier. Für Leute beklauen. Auf geht's. Cloud? Bist du in mein Haus gegangen? Ja. Ich dachte, du wärst zu Hause. Aber... wie es scheint, war sie es nicht. Wir gehen mal ins obere Stockwerk. Auch hier ist nirgends etwas zu finden. Es wäre auch komisch, wenn wir jetzt hier was finden würden und im Endeffekt nachher es in der Zukunft wieder haben, aber egal. Cloud? Bist du in mein Zimmer gegangen? Ja. Wollt ihr gucken? Ob sie zu Hause ist. Aber wir haben sie nicht angetroffen. Da waren wir in unserer Heimat und unsere Kindheitsfreundin war nicht zu Hause. Das ist mein Haus. Das hat nichts mit dem Ereignis vor 5 Jahren zu tun. Warte, ich will das hören. Ich auch, es ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Oh
Okay. Ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hatte meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Ein paar Tage später starb sie. Als ich sie sah, schien alles in Ordnung. Ah. Ja. Cloud? Willkommen zu Hause, Cloud. Hallo, Mama. Komm, lass dich anschauen. Du siehst wirklich gut aus. Ist das eine Uniform von Soldier? Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niedergelassen hättest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Bist du auch richtig? Es geht mir gut. Die Firma kümmert sich um mich. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Cloud? Du weißt das, Cloud? Nicht wahr, Cloud? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Gehen wir mal hier in den Limo-Laden. Willkommen. Hey, bist du nicht... War schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven. Das ist doch egal. Mach schon weiter. Ich habe gehört, dass Sephiroth kam und habe mein Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth und einem Monster. Fotografier mich. Ich mache keine Bilder von einem Niemand. Alles klar, danke. Sehr freundlich. Ja. Durchsuchen hat auch nichts mehr. Ist Shinra hier, um die Monster loszuwerden? Wer bist du? Ich heiße Zengan. Ich reise um die Welt und unterrichte Kinder in Kampfsportarten. Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Ach, cool, da hat sie also das Kämpfen gelernt. Hast du Tifa? Tifa ist begabt. Sie wird einmal eine gute Kämpferin sein. Okay, cool. Da haben wir ihren Lehrer getroffen. Das ganze Gästehaus für euch für heute Nacht. Oh Mann, ey. Ist heute Nacht für Shinra reserviert. Cloud? Du bist das Cloud? Wir haben uns bestimmt 2 Jahre nicht mehr gesehen. Sag mal, du hast ganz schön was erreicht, jetzt wo du Sephiroth unterstehst. Ja. Ist mein Chef, Alter. Schaust du so in diese Gegend? Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest besser schlafen gehen. Ja. Ich habe eine Leiterin zum Mako-Reaktor engagiert. Ich hoffe, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Auf geht's.
Hätte ich das gewusst, hätte ich das Bergsteigen verboten. Glaubst du, die lassen mich ein Foto machen? Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth, falls etwas passiert, vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe 2 Soldiers als Leibwachen. Scheiße, Tifa, nett dich kennenzulernen. Tifa? Du bist die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich. Lass dich nicht in sowas hineinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Ich verwechsel die Stimmen die ganze Zeit. Tifa, kannst du auch für mich fragen? Bitte lächeln. Prima, dankeschön. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Am Mount Nebel wurde ein Makoreaktor gebaut. Da wollen wir also hin. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Wollen wir uns mal auf den Weg zum Reaktor machen. Ab hier wird schwer, mir nach. Ich laufe einfach hinterher. Oh, die Brücke. Die reißt natürlich ein. Na, jetzt lieg ich da. Super. Kommen Sephiroth und einer von den Leibwachen, von den Soldaten. Es scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Aber jetzt gehen wir gemeinsam. Okay. Dann wollen wir auch gemeinsam die Welt erkunden. Oh, und jetzt kommen natürlich Gegner. Aber mit Sephiroth bräuchten wir uns keinerlei Sorgen machen. Der Dude ist einfach overpowered. Überhaupt kein Problem. Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Es muss die Makoenergie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier ein Makoreaktor gebaut. Okay, da geht's einfach nicht weiter. Oh. Und der nächste Kampf, den wir völlig unproblematisch gewinnen werden. Ja. Ich brauche gar keinen Befehl auswählen. Der Kampf ist eh sofort vorbei. Ja, sehr angenehm, mit jemandem wie ihm an der Seite zu kämpfen. Das sieht echt cool aus mit dem Leuchten. Was ist das? Ein Makobrunnen. Es ist ein Wunder der Natur. Er ist schön. Wie eine Lady geht sie. Immer mit den Hüften wackeln.
Wenn der Makro-Reaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet der Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Makro-Energie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, wann kann man... Warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldier und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte. Eine geheimnisvolle Kraft. Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß noch heute, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Inc. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen wollte. Er war voller Komplexe. Ja, wir kennen den verrückten Kauz. Ein Makrobrunnen, das ist also das Wissen des alten Volkes. Da sehen wir den Reaktor. Wir sind also an der Spitze des Berges angekommen. Shinra-Symbol ganz oben. Ganz groß drauf, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Endlich, wir haben es geschafft. Aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tifa, warte hier. Ich gehe auch rein, ich will es sehen. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber... Pass auf die Lady auf. Mann! Dann pass lieber gut auf mich auf. Ja, wir wissen, sie hat Kampfkunst gelernt. Würde mich also nicht wundern, wenn sie den Typen einfach umboxt. Wir erinnern uns an den ersten Makro-Reaktor, wo er seinen Zusammenbruch gekriegt hat. Dieselbe Musik. Genova. Das ist Genova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Verstehe ich auch schon. Aber selbst wenn du das machst, erreichst du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Das System kondensiert und gefriert die Makro-Energie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Makro-Energie, wenn sie kondensiert wird? Oh ja, sie wird zu Materia. Ja, normalerweise. Aber Hojo hat Armbrust da reingetan. Schau mal. Ich
Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich kann es nicht anklicken. Huch. Schau durchs Fenster. Er lässt Leute mutieren. Was ist das? Soldiers werden mit Marco übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel mehr Marco ausgesetzt als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau. Und Hojo von Shinra hat diese Monster gemacht. Mutierte, lebendige Organismen mit Marco-Energie produziert. Das sind diese Monster wirklich. Normale Soldier, heißt das, du bist anders? Hey, Sephiroth. Nein. Wurde ich... auch so gemacht? Bin ich wie all diese Monster? Sephiroth. Du hast doch gesehen. Sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als all die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Was passiert jetzt? Alles klar. Sieht aber nicht wirklich überlebensfähig aus. Gruselig.